Oh toll, wir haben die Folterkammer gefunden. So, noch weiter nach oben. Wo wird die Oma wohl sein? Also ich persönlich schätze ja, dass sie in diesem magisch versiegelten Raum war. Allerdings habe ich keine Ahnung, wie wir das aufkriegen sollten. Vermutlich brauchen wir dafür einen Schlüssel. Gehen wir mal hier weiter. Oder es gibt einen anderen Weg da rein. Wir silenced. Na danke. Magier getötet. Okay, das war, glaube ich, ein Horn. Nein, das war der Stachel eines Riesenskorpions. Grüne Beeren. 81 Gold. Was ist das da? 11 Langschwert. Nehmen wir mit. So, sonst noch was? Ja, wo jetzt lang? Ja, gehen wir einfach hier lang. Toll. Wo jetzt lang? Gehen wir einfach da lang. Gehen wir mal hier lang. Oh, cool. Da will ich rein. Aber wie komme ich da rein? Ich habe wirklich keine Ahnung. Vermutlich muss ich, gibt es hier irgendwo einen Schalter. Aber wo? Hier ist gleich mal eine Sackgasse. Ich habe keinen Plan, wie man da reinkommen soll. Falls ihr es wisst, schreibt es mir doch bitte. Also ob es wirklich einen Schalter gibt oder ob es da irgendeinen Trick gibt oder so. Magier getötet. 84 Gold. Stahlsäbel brauchen wir nicht. Okay, links geht es nicht weiter. Rechts oder geradeaus würde es weitergehen. Gehen wir mal geradeaus. Aber wen haben wir denn da? Verdammt. So ein Mist. Okay. Töten wir mit einem Schock. Oder wir helfen uns zumindest mit einem Schock. Hallo? Was war das denn jetzt für ein Mist? Er hat keine Zauber gewirkt, aber ich hatte plötzlich keinen Mana mehr. Das Spiel ist wirklich sehr verbuggt. Ah, und jetzt ist er einer der einfachsten Gegner, die es gibt. 66 Gold. Das Vorlesen habe ich auch komplett vergessen. Naja, machen wir später. So, der ist auch hin. So, Verbände. Was sind das für Blätter? Fick. Kenne ich nicht. 39 Gold. Nein. So, speichern. Den nächsten Gegner sollten wir wirklich mit Zaubern töten. Ansonsten könnte es passieren, dass er uns tötet. Hier geht es wieder bergab. Da ist auch schon der nächste Gegner. Okay, den ersten Zauber hat er nicht mitbekommen. Aber den zweiten. Da ist ja noch einer.
Okay. Zumindest den Kampfmagier konnten wir töten. Können wir hier vielleicht rasten? Ja. Longblade Skill has improved. Halt, wir sind nach links gegangen. Dann machen wir jetzt noch mehr Schaden. Wie viel machen wir denn schon? 54% Schaden. So. Okay, hat schon wieder nicht funktioniert. Aber der hat sowieso Probleme mit uns. Hehe. Too far away. Willst du mich verarschen? Dann von der anderen Seite eben. Das sind immer diese Schrägen hier. 69 Gold, Stahllang, Schwert, das war's. Okay, hier geht es in alle Richtungen. Wir gehen mal nach links. Ah, okay, ist nur eine Lampe gewesen. Vielleicht mal speichern. Und dann gehe ich hier weiter. Uah! Dass sie mich immer so erschrecken müssen. Stahlsäbel. Okay. Halt. Ja doch, war eigentlich richtig. Den Gegner speichern. Hier geht es wieder nach unten. Ja, gehen wir hier auch mal nach unten. Gehen wir mal hier rein. Okay, hier ist nichts. Speichern wir mal. Wie lange wir wohl brauchen werden, um die Oma zu finden? Ich meine, es ist ja nur eine normale Oma. Wie lange, wo könnte die schon sein? Eigentlich habe ich gar keine Ahnung. Oh! In so einem Raum könnte sie sein. Aber wieso ist sie hier nicht? Ich kann hier nicht mal irgendwas nehmen. Ein Bücherregal ist auf der Karte verzeichnet, alle anderen nicht. Nicht mal der Stuhl. Hey. Einfach anschleichen hier. So, 42 Gold. Eisenclaimer brauchen wir nicht. Das war's. Das ist wieder ein Kampfmagier, glaube ich. Nein, es war nur ein Magier. Okay, 27 Gold, das sind wieder Bandagen. Die nehmen wir mal mit. Für irgendwas waren die doch gut, oder? Ich weiß es nicht. Das ist eine Geheimtür. Gehen wir mal in die Geheimtür. Ich glaube, wir sind jetzt wieder hier. Hier, wo dann dieser Fluss mit der Hängebrücke ist, glaube ich, sind wir jetzt dann wieder. Oh ja. Haben wir ja schon lange nicht mehr gesehen, diesen Fluss mit der Hängebrücke. Der wird wirklich gerne benutzt. Eisenlangschwert. So, dann haben wir hier einen Schatz drin. Ausnahmsweise mal keine Särge. 69 Gold. Das müsste irgendein Blut. Riesenblut ist es. Und wieder ein Stachel. Orkblut haben wir schon, Riesenblut. Was haben wir wohl sonst noch alles? Keine Ahnung. Gehen wir mal hier weiter.
Hier sind wir doch irgendwo am Anfang, oder? Nein, der Anfang war doch. War der hier irgendwo? Da drüben, glaube ich, oder? Ja, hier war der Anfang. Da wollte ich eigentlich mal rein. Glaube ich. Nein, hier ist der Ausgang. Da wollte ich eigentlich rein. Hier gab es, glaube ich, Geheimgänge, oder? Also zumindest nicht hier direkt. Hier ist die Br Hier ist da noch eine Brücke. Zwei Brücken? Ja, gehen wir einfach mal hier weiter. Okay. Komm schon. Magier getötet. Oh nö, nicht schon wieder. Eisensäbel. Irgendein Zahn. 24 Gold. Okay, hier ist absolut gar nichts. Gut, dann geht es hier nicht weiter. Wo geht es dann weiter? Hier gab es auch keine Geheimgänge. Da gibt es den nächsten Ausgang. Nehmen wir mal den da. Was? Da. Könnte aussehen wie ein Kampfmagier. Ich benutze mal Schock. Dann bin ich zu weit weg. Es war ein Kampfmagier. Da ist der nächste. Was ist denn das? Eine Gorgonenschlange. 69 Gold. Ich glaube nicht, dass wir hier. Krass. Doch. Wer hat dann die Tür geöffnet? Oder haben wir den auch schon getötet? Aus Versehen. Mit einem Rückwärtsding. Stealth Dodging und Critical Strike haben sich verbessert. Aua, das hat wehgetan. Dafür stirbst du. So. Hast du davon? Boah, was ist denn das? Kaschid Suit. Verzaubert. 72 Gold. Das müssen wir mitnehmen. Eisensäbel, Eisenkurzschwert. Oh, falsch. Ach, das ist wahrscheinlich nicht bei Kleidung, sondern bei magischen Gegenständen. Cool. Und wo ist das, was wir vorher hatten? Ach, das hier. Normale Hosen. Toll. Hatten wir sonst nichts an? Ja, egal, der Kaschid-Anzug, der ist auf jeden Fall verzaubert und das finde ich cool. Okay, Geheimgang. Nein. Gib mir mal hier die Treppe rauf. Wo kommen wir da jetzt hin? Ich habe das Gefühl, jetzt waren wir hier schon mal. Waren wir auch schon. Nun gut, dann gehen wir zurück. Und gehen dann da unten nach rechts. Aber vorher speichern. So, gab es hier Geheimgänge? Nein. Nichts. Keine Geheimgänge. Aber wenigstens gab es insgesamt in diesem Dungeon zumindest schon mal Geheimgänge. In dem vorherigen 2, 3 haben wir ja keine gefunden. You're silenced. Na toll. Danke. Ja, aber dafür hat sie keinen Schaden an uns verursacht. Boah, was ist denn das schon wieder? Das ist schon mal ein heiliger Dolch. Übelst viel wert. Plain Ropes. Kraft unbekannt. Wir haben hier wieder Bluttropfen.
Tollblut und Stalangschwert. 30 Gold. Also das ist echt cool. Kann ich das auch mit dem Khajiit tra- Wie geil! Also das ist echt krass. Das ist ein gelber Regenmantel. So, gehen wir mal hier rein. Hui, ein Schatz. 148 Gold. Und was ist das? Lila Bären oder was? Nein. Irgendwie Fairy Dragons. Elfendrachenhaut oder sowas sollte das sein, glaube ich. Keine Ahnung. So, gehen wir mal hier weiter. Mhm. Wir sind jetzt genau unter der Zelle. Gehen wir mal nach oben. Auch hier ist wieder... Hier geht es nicht weiter. Okay. Ich komme hier nicht weiter. Also kann ich hier auch... Ja, dann drehen wir halt um. Gehen wir einen anderen Weg. Gehen wir da lang. Das dachte ich schon, hier ist auch Schluss. So, gehen wir da rein. Oma! Eine schwebende Kerze. Aber keine Oma. Okay, hier gibt es zwei Türen. You are silent, schon wieder. Um, 45 Gold, was ist das? Stahlsäbel. Und das war's. Ich glaube, wir haben gerade Tore geöffnet. So. Ich will hier noch reinschauen. Oh, das hört sich nicht sehr gut an. Hey, ich glaube, ich habe die Oma gefunden. Wow, was? Was war das? Aha. Wenigstens ein Gegner haben wir schon mal entdeckt, der leicht zu töten ist. Oder sein sollte zumindest. Hallo? Stirb doch einfach. 81 Gold. Stahlbreitschwert. So, gespeichert. Ist das ein Zombie? Auf jeden Fall können wir ihn mit unserem Schwert töten. Oder zumindest Schaden verursachen. Okay. Ich glaube, da ist es angebracht, dass wir bei dem mal ein bisschen zaubern. Nochmal. Okay, das war wieder ein Bug. Den zweiten Zauber hat er einfach nicht gemacht.